Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beyond Two Souls. Nahlan, die Lahuna! Denn da würden wir. So, aber jetzt reicht die Entfernung. Und den hätten wir doch Suizid machen lassen können. Ah, Mann. Also ich und das Kampfsystem. Ich faile viel zu oft. Also ohne Aiden wäre ich schon öfters tot gewesen. Schon okay. Mir geht's gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Die Sonne geht auf. Danke, Aiden. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm. Hallo. Der Turm ist da drüben. Da muss ich jetzt hin. Was hab ich zu verlieren? Eine nicht. Meinen wir sollen den Jungen jetzt folgen, oder was? Machen wir das so. Aber stellt euch mal vor, wir hätten den Jungen jetzt nicht geholfen. Was wird dann eigentlich passieren? Ja. Aber da konnten wir leider nicht helfen. Keine Chance. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Meinem Retten hier. Jo,
Ventil? War ich gerade aber nicht drauf gefasst, auf das Event. Salim. Nella. Jodie, ich heile. Schneller, Jodie, schneller. Das ist ja richtig Action hier. تعرف الأوامر. مفيش انتظر حتى يتصلوا بي. هل سمعت الانفجارات؟ أنا لست مستعجلا للانضمام إلى شريف. لقد استولوا هؤلاء الأوغاد على كل المناطق الشمالية ولن يكون من السهل التخلص منهم. Hinto. Irgendwie wollte das gerade nicht. Mal rauswerfen hier. Komm rein, Junge. Ganz ruhig ein. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Wir haben uns das gesehen, oder? Und klar machen die nicht auf. Scheiße, ein! Was verdammt nochmal tust du? Jetzt jagt uns bald die ganze Stadt! Salim, bleib unten, nicht bewegen! Vergeigt das die ganze Zeit, warum? Yo. Don't call up.
Ja, das haben wir überlebt. Wir sind sicher. Alles okay, Salim? Tayeb, Tayeb. Lemuzabi, ey, Aza. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinuni al Baka Wila Janibuki. Hastatiu Musa Hadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Das wäre schön. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Dann schauen wir uns doch mal eben um. Ich hoffe, ich vergeig den Kampf dann nicht gleich wieder. Hier war er nicht. Hier war er nicht. Kann ich nicht so einfach durchgucken. Aber anscheinend auch hier war er nicht. Jamal ist hier. Okay, ich suche einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Die Waffe wird nicht schlecht, oder? Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. يجب أن نرسل مبعوثين إلى هناك لتحريض السكان على الثورة. لقد نجحنا في الانتخابات. أبداً. فلا يكون لنا أي مشكلة مع السكان. أنا أخشى أن نقف في الولايات المتحدة في صالحنا أبداً. إنها كانت على علاقة ممتازة مع الرئيس السابق. ولا يمكن أن تسمح لجمال أبداً أن يأخذ مكانه. أنا لا يهمني رأي أمريكا حتى أبدأ في بلدي. كيف لا يهمك أمريكا؟ هي من أعظم الدول في العالم. ولا تنسى. نمين. ونعلو الثورة في البلاد. أهلا سمير. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا أقترح. مادام. الجيش الموجود في يبدو أنك ليس بخير. يجب أن ترش وجهك بقليلا من الماء. لا تسمع كلامه يا جمال، أرجوك لا تسمع كلامه. لا يمكن أن تنقل الجيش وتترك منطقة فارغة. المتمردون لا يمكن أن يتحركوا. Hey, dein Kollege ist gerade gestorben.
Gut. Such eine Waffe. Eine Waffe. Ich sehe da ganz gute Waffen. Mist. Überleg dir was. Besorg eine Waffe. Ah, Mist. Wie habe ich das nur vergeigt? Ah, nein. Also seine Waffe wird jetzt in der Hand? Da sehe ich ja. Na sicher hat er jetzt die Waffe in der Hand. Und der darf einfach so rein. Bestimmt, weil er keine Waffe hat. Ah. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ich kann ihn töten. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! So, da sind wir drin. Alle tot. Nice. Okay, das magst du wohl nicht so? Naja, Beweise eben holen und dann ab. Machen wir ein Foto oder wie? Ja. Zumindest habe ich das nicht vergeigt. Salim? Abi! Abi! La tamucha Abi! Das war sein Vater, oh nein! Toll. Tut mir leid, yo. Wir gehen. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Aber so von schnell. Oh nein. Nachlan,
Naja, unentdeckt können wir nicht mehr weg, ne? Aiden? Igel 5, bitte sofortige Abholung, hört ihr mich? Bestätigt Abholung! Ich glaube, die kommen raus. Ja, rein. Nein. So, nimm mir ganz dicht. Nein, ich werde nicht sterben. Und nicht so. Es muss doch einen Ausweg geben. Komm, denk nach. Denk nach. Erstmal die Wunde rein. Viele. Aber was ist unser Ausweg? Also, Claudi, so geht das nicht. Die Leiter, natürlich. Bitte deine Waffe mit? Natürlich nicht. Haben wir Aiden. Na super. Komm schon, ich bring dich hier raus. Hat aber auch lang gedauert. Wir haben den Jungen geholfen und haben seinen Vater genommen, um die da umzulegen innen drinne, und dadurch ist sein Vater gestorben. Mist. 10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Eher von Aiden. Glaube ich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart.
Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Ryan. Niemals. Bisschen Mode hier anko. Ging aber schnell. Irgendwelche Tabletten nehmen? Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Erstmal was trinken. Natürlich eigentlich, um die Tablette runterzuspülen. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Mhm. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Uiuiuiui. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenzen. Anscheinend. Fuck! Ich kann nicht steuern. Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Niemand. Wirklich niemand wird das mehr machen. Oh, aber wie... Was für ein Drecksack. Belügt er uns? Damit wir den töten? Kann sie voll verstehen, dass sie aufgebracht ist darüber. Vincent Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein. Nein, ich bin weggerannt. Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Aus dem Grund. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst.
verstehe, warum wir auf Flucht waren vor der CIA. Wegen diesen Auftrages. Die Mission. Sie und Prozent anderer Spieler haben diese Wege genommen. 28% haben Ryan nicht geküsst. Hey, ich bleib halt dabei, ne? Arbeit und Arbeit und das berufliche mal trennen. So, 87% der Ergreifung entkommen. 22% haben eine Waffe vom Waffenständer genommen. 72% haben sich auf dem Dach gerettet. Zur Kathedrale geschlichen sind 43. Am Kontrollpunkt entdeckt worden sind 81. Mist, wir wurden entdeckt, ja stimmt. Und 76% haben keinen Selbstmordversuch unternommen. Finde ich auch eine richtige Einstellung. Aber ich würde sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.